Im Rahmen des Open Air Summers holte Organisator Niki Neunteufel die weltbekannte Band Earth, Wind and Fire nach Purkersdorf und bot den Zuschauern damit ein ganz besonderes Schmankerl. Sechsfache Grammy-Gewinner, 3 American Music Awards, 90 Millionen verkaufte Tonträger. Das ist die Band Earth, Wind & Fire rund um Mastermind Al McKay. Im Rahmen des Burgersdorfer Open Air Sommers gab die weltweit wohl berühmteste Funkband ein Konzert. Mit dem Gepäck natürlich all die großen Hits wie September, Fantasy oder Boogie Wonderland. Ich hatte 2005 schon einmal Kontakt mit der Band. Damals waren sie Stargäste beim Liveball am Samstag und am Sonntag waren sie bei uns in Burgersdorf zu Gast. Und dieses Konzert hatte ich in so schöner Erinnerung, dass ich mich seit 13 Jahren bemüht habe, sie noch einmal nach Österreich zu bringen. Und heuer hat es endlich geklappt. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass man auch der einzige österreichische Veranstalter sind. Mehr als 7000 begeisterte Fans bereiteten den US-Stars einen großartigen Empfang und verwandelten die Burgersdorfer Innenstadt in einen Hexenkessel. Es kann nichts Besseres passieren für eine Stadt, wenn man zwei Konzerte macht mit je 7.000, 8.000 Zuhörerinnen und Zuhörern, eine Direktübertragung im ORF hat und eine tolle Werbekampagne. Wir hätten uns vor 6, 7 Jahren, als wir uns entschlossen haben, hier als Sponsor beizutreten, nicht geglaubt, dass das so viel Erfolg haben kann. Die Auswahl war in den letzten Jahren grandios und ist auch heuer grandios und wird sicher sehr, sehr viele, sehr, sehr glückliche Zuschauer bescheren. Wir haben ja das große Sommerkulturevent mit vielen Veranstaltungen und die zwei großen sind die Flaggschiffe und rundherum gibt es viele Veranstaltungen und ich denke, das eine ergänzt das andere und auch der Winter wird ergänzt durch den Adventmarkt. Also ohne die beiden großen, glaube ich, wäre Burgersdorf nur halb so toll in der Kultur. Bald am 25. August gibt es wieder Besuch von einem Superstar der 80er Jahre. Rockröhre Susi Quattro wird ihr einziges Österreich-Konzert in Burgersdorf bestreiten. Und wie man hört, hat sich für diesen Tag auch der ehemalige Lokalmatador Wolfgang Ambros angesagt. Alle ziehen an einem Strang, damit wir zweimal im Jahr was Großes zusammenbringen. Und ich finde, für die Größe von Burgersdorf ist die Größe der Konzerte durchaus so, dass wir stolz sein dürfen nach 17 Jahren.